Ich will der Allerbeste sein, wie keiner, vor mir war. Wir werden heute Pokémon-Meister. Pokémon Stadium auf der N64. Hier ist Ramtin von Reanimation. Und Moth von Tomatenmann. Ja, und wir werden jetzt... Huch? Achso, ja. Nee, es war schon richtig, hast gut gemacht. Ja, gut, gut. Ihr müsst nämlich wissen, der Ramtin steuert für mich. Also wir werden uns schon als Team absprechen und werden dann praktisch die Krone, wie nennt sich das eigentlich? Wer ist dann der König? Bist du der König der Pokémon oder der König der Piraten? Das ist nicht. Was ist denn das dann? Ja, ich bin der König der Pokémon. Nee, der Meister. Der Pokémon-Meister, oder? Ja, genau. Der Pokémon-Meister. Ja, der Pokémon-Meister. Der also bin ich. Wir versuchen einfach, diese Arena-Leiter-Bo komplett zu schaffen. Ich denke mal, wir werden öfter mal scheitern, weil das sau schwer ist, weil das Spiel bescheißt. Oh ja. Ich bin jetzt ein bisschen zu schnell vorangegangen, tut mir leid, ich habe ein bisschen vorgegriffen mit dem Rumklicken. Genau, wir wollen diese Arena-Leiterburg hier stürmen. Ich denke, einige von euch dürften sie kennen. Aber ich weiß den Ablauf nicht mehr. Weißt du ihn noch, Moft? Ja, wir wählen einfach Kampf an und jedes Mal, wenn wir gewinnen, gehen wir eins weiter. Und wir haben auch, ich glaube, Continuous, wenn wir scheitern, dass es dann weitergeht. Also wir wissen nicht, ob wir es wirklich schaffen. Wir machen einfach so weit, wie wir können. Genau. der erste ist schon mal Rocco. Cool. Ja. Ein bekanntes Gesicht. Und ein Käferfreak, ein Teenager und ein Pfadfinder. Da müssen wir uns mal orientieren. Also da kommt garantiert was. Wir brauchen Feuer-Pokémon. Stimmt, da hast du recht. Für den Käferfreak vor allem. Aber bei Rocco, da kommen wir nicht weit mit Käfer. Mit Feuer. Nee, Wasser. Ja, wir haben ja keine registrierten Teams. Wir müssen ja Leib-Pokémon nehmen. Oh yeah, die habe ich immer gehasst. Naja, die waren eigentlich noch besser von den Werten her als dein normalen, wenn du falsch trainiert hast. Wir können Wechsel wählen, so wie es aussieht, ne? Stimmt, 6 Pokémon. Und da wollten wir uns das aufteilen. 3 würde der Moff nehmen und 3 würde ich nehmen. Du darfst gerne anfangen. Ich bin gespannt. Ich soll anfangen. Ich bin echt auf den Pokémon-Geschmack gespannt. Es ist übrigens das erste Pokémon-Stadium, haben wir uns gedacht, weil da sind die meisten Pokémon den Leuten noch bekannt. Weil das die klassischen sind. Ja, genau. Da sind die noch ganz cool. Ich mag Rasaf. Ehrlich? Ja! Alter, ich hau mich weg, an den hätte ich nun gar nicht gedacht. Ey, Rasaf ist, ich fand den immer cool. Quappo auch, aber den verkneife ich mir jetzt. Simsala fand ich auch immer super. Mhm. Wobei, wir sollten ja schon, ich denke, Pokémon auf unser... Obwohl, doch. Simsala könnte eigentlich ganz gut helfen. Die gehen immer, solche Pokémon gehen irgendwie immer, vor allen Dingen in den damaligen Editionen. Ansonsten, also Gengar ist mein absolutes Lieblings-Pokémon, ja. Der ist hart, der ist echt hart. Der ist echt hart, aber ich glaube, ich werde jetzt mal ein nützliches Pokémon nehmen, jetzt zumindest für diesen Kampf. Es ist nur die Frage, wen. Also folgende Sache, wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder seine Pokémon quasi Befehle gibt. Also wir arbeiten im Team zusammen, aber der das Pokémon ausgewählt hat, hat letztens Ende auch die Stimme, falls es Unklarheiten gibt. Ja. Das heißt jetzt zum Beispiel, Ramtin sagt bei... Rasaf, er möchte Kick nehmen und ich möchte Dampfhammer nehmen, dann gewinnt Ramtin. Er muss aber auch die Verantwortung für tragen, was er da für einen Scheiß ausgesucht hat. Ja, ey, was heißt hier Scheiß? Ich will mal deinen Scheiß sehen. So, mein Freund, jetzt darfst du dir deine Pokémon aussuchen. Ja, fang mal oben an. Geh mal hoch. Du musst okay, für okay. mich steuern. Ich muss erst mal gucken. Also, nee, warte, geh mal runter. Ich nehme Hypno schon mal. Hypno? Ich nehme Hypno. Ich mag Hypno. Was ist denn der? Er ist noch weiter runter. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Ah, also, Hypno. So, jetzt will ich noch ein Wasser- und Feuer-Pokémon nehmen. Leicht. Ne, Wasser-Pokémon hast du ja schon. Du hast ja schon Garados. Ah, der ja. ist ja Flug und. Doch, das ist Wasser. Ein Feuer-Pokémon. Dann nimm mir bitte mal. Arcani oder. Wie hieß denn der nochmal? Ja, ja, Arcani. Es gab Arcani und Fucano. Fucano war der kleine, glaube ich. Arcani, genau. Ja, genau. Das ist auch ein cooles Pokémon. Und jetzt. Ach, fuck, nehmen wir Glurak. Glurak, ja stimmt, den gibt's, aber der hat keine guten Attacken als Leih-Pokémon, glaube ich. Es kommt auf die Stufe an, wir sind ja Level 50, guck mal, was der hat. Feuerwirbel. Ich würde den Arcani rausnehmen und Glurak nehmen. Ja? Ja, ich würde Glurak nehmen. Okay. Einfach nur, der ist jetzt bei Smash Bros. Ja auch mit dabei, als Einzel-Pokémon zum Kämpfen, nicht mehr mit Pokémon-Trainer. Stimmt, bei dem Wii U-Teil da, ne? Und jetzt würde ich gerne mein Lieblings-Pokémon nehmen, Turtok. Hätte ich noch Bisaflor genommen. Der ist aber mega lame in den Teil. Ja, das stimmt eigentlich. So, sehr gut. Bei Garados müssen wir aufpassen, der ist ja Flugwasser. Und wenn der eine Blitzattacke abkriegt, das haut den total weg. Stimmt auch wieder. Daran habe ich jetzt nicht... Aber wir haben hier eh keine Blitz-Pokémon. Oder? Als Gegner? Der erste Kampf, ich bin nervös. Oh. Ja, ich auch. Wie lange hast du das nicht mehr gespielt? Bei mir ist es echt lange her. Oh, bei mir, da war ich...
Ich war 10 oder so. Das sind 12 Jahre her. Also der hat nur Käfer. Ich würde sagen, wir nehmen Glurak. Jetzt muss ich nur mal abchecken wegen dem Controller. Glurak, ja. Ja, Käfer. Hypno und Simsala, oder? Ja, hau rein. Oder Razaf, ich würde es eh wieder Ra. Okay, dann Razaf. Ja, mal gucken. Hypno. Auswahl. Der Kampf war schlecht gegen Käfer. Ist ja jetzt egal, das kriegen wir hin. Ja, das packen wir. Am Ende killt Glurak eh alle weg. Ich glaube, ich muss dir nicht sagen, nimm Feuerwirbel und fertig. Aber Feuerwirbel. Ja, wir müssen das hier uns nicht schwer machen. Ja. Ja, jetzt muss ich mal gucken, Mann. Das ist so lang her. Kampf, okay, auf A. Jetzt muss ich L und R checken, genau. Genau. So, sicher, dass ich Feuerwirbel und nicht Fliegen oder sowas machen soll? Ja, Fliegen ist auch effektiv, aber nimm Feuerwirbel. Grilltes Scheißvieh. Alles klar. In anderen Ländern sind gegrillte Raupen Spezialität. Also ich esse sowas nicht. Ich weiß auch nicht gerade in welchem Land, aber irgendwo wird es das schon geben. Feuer! Was? Scheiße! Wieso ging das daneben? Das setzt ja auch jetzt den gefährlichen Fadenschuss ein. Huh? Not again. Wir sind gedoomt, wir können nichts mehr machen. Nein, genau. Fadenschuss, so lame. Das liegt echt daran, dass ich die Attacke nicht angekündigt habe. Pass mal auf jetzt. Wähl mal an. Glurak, Feuerwirbel! Yeah! Hallo, mach doch mal. Das war jetzt lame. Toll, danke. Ja, ist ja klar, ist jetzt schneller. Oh nein! Der gewaltige Fadenschuss. Er wird uns töten. Oh nein, ich habe Angst. Megasauger. Was will er denn mit Megasauger? Hat der Megasauger gesagt, ehrlich? Ja. Der ist völlig besoffen, aber der trifft jetzt so. Yeah, ist sehr effektiv. Oh okay. Ja. Und nochmal. Auf, Feuerwirbel Glurak. Nee, der bleibt jetzt eine Weile. Mach mal ruhig mal fliegen jetzt. Ich glaube, der Feuerwirbel war die Attacke, die bleibt eine ganze Weile. Ja, aber der hat den nicht getroffen das letzte Mal. Ach so. Ja, jetzt hat er getroffen. Ja, jetzt wird's ja auch bleiben. Ja, jetzt bleibt's auch. Kann sich nicht bewegen, wegen dem Feuerwirbel? Ja, deswegen ja. Krass. Gut, dann mach ich mal fliegen. Ja. So. Weißt du, was komisch ist? Ich glaube, bei meinem Emulator habe ich wirklich ein paar Frames Delay. Also ich bin, oder ja. Bei dir ist Delay. Ich bin immer ein bisschen hier voraus. Ich habe mich jetzt gewundert, was du gerade gesagt hast, dass der Feuerwirbel jetzt erst getroffen hat. Ach so, okay. Aber irgendwie will mein Fliegen nicht funktionieren. Okay, ich muss mal kurz abchecken wegen meinem, wegen meinen Einstellungen. Was ist los, Trainer? Fragt er dich gerade. Alter, der Trainer, der hat gerade Probleme mit seinem Controller. Ja, der kommt nicht hin. Irgendwie aber funktioniert das gerade nicht. Der obere will nicht klappen. Ich glaube, wenn so die Anime-Serie ausgesehen hätte, hätte es kein Schwein Pokémon interessiert. Und die ganze Stunde lang sich angeklotzt hätten und nichts mehr passiert. Nichts. Ja, wir hätten die Anime-Serie lieber nicht malen sollen. Ich mach mal Mimikry. Was macht das überhaupt? Mimikry imitiert, glaube ich. Oder was ist Mimikry? Ich probiere es nochmal. Ja. Ich habe es ja auch lange nicht mehr gemacht. Meine Karriere. Ach ja, mach den Feuerwirbel jetzt dauerhaft. Das war's genau. Oh nö. Oh. Ja, wir wechseln nochmal das Pokémon. Ja. Also meine Karriere als Pokémon-Trainer ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja, meine auch. Das war damals mein alternativer Karrierewunsch. Wenn ich kein Ingenieur gewesen wäre oder sowas, dann wäre ich Pokémon-Trainer geworden. Ist ja auch ein Zukunftswunsch. Ja. Das habe ich mir auch immer gewünscht, aber naja, die Pokémon sind irgendwie verschwunden. Du kannst ja probieren, um Wildschweine im Wald zu fangen und so einen Ball reinzufressen, aber ich glaube, das wird nichts. Es wird ein bisschen schwer. Ey, ich glaube, ich wechsle mal das Pokémon. Ja, mach mal. Nimm mal deinen Razaf. Okay, Razaf, auf geht's. Oh, jetzt hat's nicht mehr. Jetzt ist praktisch zeitgleich mit dir. Ja, echt? Ein bisschen Delay noch ein bisschen Delay ist drin, aber ist noch nicht schlimm. Ich denke, bei Pokémon Stadium ist das nicht so schlimm. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Hier ist ja nicht so viel Action. Mach es fertig, Razaf. Was hast du denn eigentlich? Irgendwas mit Fels oder so? Zermatsch das Vieh. Geowurf, glaube ich, oder? Oder Felszertrümmerer? Wie heißen die Attacken nochmal? Ey, das ist echt lang her. Da musst du checken, ne? Fußkick, Geowurf, das ist alles, machen wir normal. Ich glaube, Kampf ist nicht gut, aber ist ja deine Entscheidung. Ich mach Mega-Hieb.
Gib ihm, Razav, gib ihm! Aber ordentlich aufs Maul. Das sieht echt Akku aus, wie so ein Kampfschwein. Ja. Alter, der hat reingehauen. Der hat reingehauen. Gar nicht mal übel. Ne? Wenn man überlegt, dass wir immer noch beim ersten Kampf sind. Das ist echt voll lame. Wir sind hier schon bestimmt. Ey, der Razav hat's umgehauen. Der hat sich von so einem kleinen Erdwurm umkicken lassen. Oh Gott, ey. Liuhorn? Wieso heißt der Liuhorn? Ganz einfach. Die sind gedreht quasi. Die Namen. Ah, okay. Warte, wie heißt der denn nochmal? Hornlion? Oh, klar, stimmt. Ja, zum Beispiel Raupi steht ja Pirau jetzt da. Wo steht denn das? Achso, du meinst jetzt, wenn er kommt. Ah, okay. Ja. Okay, Was würdest du denn jetzt machen? Also Fußkick war, war nicht so effektiv. Nö, das kommt drauf an, was er jetzt schickt hier. Ach komm, ich geb dem einfach wieder einen Mega-Hieb. Komm. Das arme Vieh, machen wir es kurz und schmerzlos. Rammt ihn? Ja. Wir können das Video verwerfen. Wieso? Weil du was anderes siehst als ich gerade. Im Ernst? Was siehst du gerade? Ich sehe gerade Hornio, wie es Giftstachel einsetzt. Und ich habe hier gerade ein Kokuna. Ein Kokuna?